Bullseye. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar zu einem Infovideo. Nebenbei werdet ihr sehen, wie ich Bedwars zocke. Ich glaube mal, ja, die eine Runde hatten wir gewonnen. War echt eine lange Runde, 51 Minuten. Ich wollte eigentlich nur 15 Minuten oder so aufnehmen, aber es wird halt dann schnell gespult und dann seht ihr halt, wie ich schnell da spiele. Ich fange mal, ich habe 4 Themen fallen mir gerade ein. Vielleicht fällt mir ja noch was ein, darüber rede ich dann. 5 Themen fallen mir jetzt gerade ein. Über die ich jetzt reden werde. Und zwar Thema Nummer 1 ist mein Mikrofon. Mein verdammtes Mikrofon. Es ist immer noch nicht da. Ich habe es bestellt von Thomas. Und können wir mal gleich nachschauen. Da steht es, dass es noch immer noch im Flughafen ist, angeblich. Da steht, also ich kann immer nachschauen, wo mein Mikrofon gerade ist. Und da steht aber auch kein Tag an, wie es kommt. Es steht da immer, morgen wird es ankommen. Ich glaube mal, also ich habe da schon gelesen, dass das ein bisschen länger dauert, damit es vom Flughafen rausgeht. Und ich glaube, wenn es einmal vom Flughafen raus ist, dann habe ich es gleich. Aber das habe ich hier gelesen, das dauert zwischen 1 Stunde und 1 Woche. Habe ich mir gedacht, what the fuck, Alter? Wieso zwischen 1 Stunde und 1 Woche? Es hat ja gar keinen Unterschied, habe ich mir gedacht, ne? 1:1 ist ja gleich, haben die, glaube ich, mal gedacht. Deswegen habe ich mein Mikrofon ja immer noch nicht. Ich müsste es, also sag ich mal so, am 21. habe ich übertrieben, am 14. September habe ich es sicher, aber halt, ich will es früher haben. Das ist auch ein Problem, wieso immer meine Videos immer so kurz werden oder immer ich beziehungsweise nicht so gut aufnehmen kann, weil ich immer zum Beispiel das Video für heute, ist ja ein Infovideo, das Video für morgen, was kommen wird, nehme ich am Montag auf, also das Video, was heute rauskommt. Ich warte immer auf mein Mikrofon, also kann ja sein, dass jetzt morgen kommt, deswegen, ich will nicht mit meinem schlechtes Mikrofon aufnehmen, sondern mit meinem gutes, deswegen warte ich. Aber immer ohne Erfolg, dass man schon seit 2 Wochen so immer einen Tag davor aufnehmen. Deswegen hatten wir auch mal einen Tag kein Video. So, das war mein Mikrofon. Also wenn es kommt, ich werde gleich ein Video, als erstes gleich tweeten und danach gleich ein Video auch hochladen, schnell, wie man das, wie das sich anhört. Unterschied zwischen diesem und alten neues Mikrofon. Das hat einen großen Unterschied, wird es haben. Ihr hört gerade kein Rauschen, aber wenn ihr wüsstet, was für ein Rauschen dieses Mikrofon hat, ich muss es immer 10 Minuten lang rausschneiden, dieses ganze Rauschen und, also über Audacity, das geht in 2 Minuten, aber halt, es dauert immer noch ein bisschen lange, dann immer das, bis er es gerendert hat. Danach habe ich hier, man könnte sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn man YouTube nicht zählt, 6 andere Seiten, wo ich aktiv bin. Außer auf Twitch. Auf Twitter könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr wollt, aber auf Twitter werde ich oft nicht antworten, weil auf Twitter mir über sehr, sehr, sehr viele Leute anschreiben und ich einfach nicht auf alles antworten kann. Deswegen habe ich Facebook und Ask. Bei Facebook könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr mal mit mir aufnehmen wollt oder ganz normal reden wollt. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt ihr mir das über Ask. Ich werde das gleich antworten. Alle Links sind in der Beschreibung. Wie immer eigentlich, außer Ask war, habe ich jetzt neu gemacht. Deswegen wird Ask ab jetzt immer in der Beschreibung stehen. Da könnt ihr mal nachschauen. Wenn ihr mal mit mir zum Beispiel aufnehmen wollt, wie gesagt, schreibt mich über Facebook an, nicht über Twitter. Weil über Twitter kann ich nicht viele Nachrichten schicken. Und dann habe ich irgendwann ein Problem. Also wäre es gut, wenn ihr zum Beispiel auf meine Facebook-Seite gehen würdet. Liken müsst ihr nicht, aber von dort mich anschreiben würdet. Weil ich benutze noch kein Facebook, deswegen ist es mir. Also ich benutze halt nur für Nachrichten. Für Liken oder so. Geht mir gerade am Arsch vorbei. Twitch. So, Livestreamer. Das ist jetzt hier mal ein schönes Thema. Twitch, ich wollte Livestream, ich habe mir ein neues Internet gemacht. Das Problem ist, ich habe ein Downloadrate und zwar von 16 MB, aber mein Uploadrate ist immer noch gleich geblieben. Ich habe mich gefragt, wieso und so weiter und so fort. Die haben gesagt, erst ab 24 MB pro Sekunde werden wir deinen Uploadrate auf 2 MB erhöhen. Bei 16 MB ist es immer noch auf 0,8 MB, 0,7 MB zurzeit, ist glaube ich mal auf 0,7 MB. Also das rutscht da so ein bisschen nach oben, nach unten und so. Das Problem ist, bei 0,7 MB kann ich keine Online-Livestreams machen. Also kommt jetzt die Frage an euch, soll ich Livestreams machen, aber offline, also ich werde im Einzelplayer spielen oder ich werde Zombie-Modus spielen im lokalen Modus. Wenn ihr das wollt, einfach in den Kommentar schreiben, ja, Livestream oder so. Dann kommen wir zur Steam-Gruppe, wenn ihr mal mit mir spielen wollt. Also nicht aufnehmen, nur spielen. Dann schreibt, also dann kommt ihr in meine Steam-Gruppe und einfach so, okay, und wenn ihr mir schreibt, dann schreibt ihr mir halt so an von dort. Und nicht von Twitter oder so. Ich antworte da öfters nicht darauf. Deswegen, das heißt, viele Leute fragen, wieso antwortet es nicht? Ja, weil mich 10 Millionen Leute das fragen. Instagram habe ich auch, wie gesagt, auf 1 bin ich nicht aktiv, und zwar auf Instagram bin ich auch nicht aktiv, weil ich kein Handy habe. Mein Handy ist vor 2 Tagen kaputt gegangen und es ging einfach nicht mehr an. Bis ich mir ein neues Handy kaufe, wird noch dauern, also so 1 Woche oder so. Das dauert halt echt sehr lange für mich, 1 Woche ohne Handy ist für mich Chaos, weil ich jeden Tag fast WhatsApp bin. Das wird sehr schlimm für mich, das werden schlimme Wochen, schlimme Tage für mich, aber was will man denn machen? So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, und zwar
Gewinnspiel, das habe ich heute im Video gesagt, dass das Gewinnspiel fertig ist und so, dass das nächste Gewinnspiel später kommen wird, da werden drei Leute dann Minecraft-Account gewinnen und die ersten drei also können dann mit mir spielen. Die Frage ist jetzt nur, ab wann ich es mache. Ich habe mir gedacht, soll ich es nächstes Mal machen. Also ich könnte es Anfang Oktober machen, Anfang November, vielleicht auch Anfang Dezember. Ich will es eigentlich bei 5000 Abonnenten machen und ich will dann auch noch ein Turnier machen. Also ich werde einen Quackhead-Server aufmachen. Turnier dann veranstalten und so halt, müsstet ihr checken, was ich meine, ein Survival Games Turnier. Aber da habe ich mir gedacht, bei 5000 Abonnenten ist es noch ein bisschen wenig, da würden so 100 Leute kommen. Also 100 Leute würden da gerne kommen, aber davon würden es nur 20, 30 schaffen und das so ein Turnier wäre dann langweilig, wäre eine ganz normale Survival Games Runde. Deswegen werde ich es, glaube ich, mal später machen, dieses Turnier. Werde dafür normal nur ein Minecraft-Account wieder irgendwann mal verlosen, wenn ich das Geld dazu habe. Das wird also noch dauern. Für die Frage, von wann dieses Geld kommt. Ich nehme das Geld öfters, habe ich manchmal Sponsor, finde ich, manchmal aber auch einfach von YouTube. Dann kommt das Gewinnspiel, Gewinnspiel, was Gewinnspiel, und zwar, das ist das komische irgendwie, dass meine Videos, was ich irgendwie nie verstehe, manchmal sehr viel Likes haben oder wenig Likes haben. Also, wenn man die Klickszahlen anschauen müsste, sind eigentlich meine Likes schon normal. Doch manchmal liked ihr es einfach nicht und das ist das Problem. Ich würde gerne wissen, was ihr mögt. Also ich muss es auch nicht unbedingt liken. Das Liken ist nicht so wichtig. Also schreibt einen Kommentar, wenn ihr nicht liked. Dann sagt ja, das Video ist gut, aber wäre besser, wenn du Survival Games aufnimmst, zum Beispiel, ne? Ich mag Survival Games mehr. Oder halt sowas in der Art, halt, da habt ihr die Wahl, könnt ihr beschreiben, was ihr wollt. Aber wenn ihr nichts schreibt, aber das Video einfach geil findet, dann wäre cool, wenn ihr es liken würdet, denn das unterstützt mich und sagt mir, dass ihr mehr Bed Wars sehen wollt. Wieso ich jetzt zum Beispiel letzte Woche nur Bed Wars hochlade, wenn man schaut, nur Bed Wars, weil ich hatte mal Survival Games und Bed Wars hochgeladen, Survival Games hatte nur 20 Likes, Bed Wars hatte 40 Likes. Was heißt das für mich? Dass, also 40 Leute wollen Bed Wars sehen, 20 Leute wollen Survival Games sein. Man weiß nicht, vielleicht sind ja auch in diesen 40 Leute die 20 Leute. Da habe ich mir gedacht, wenn 40 Leute Bed Wars sehen wollen, dann nehme ich ja jetzt Bed Wars lieber auf und so, ne? Also das sagt mir vieles. Survival Games hatte ich letztens wieder aufgenommen und das hatte einfach, was die anderen Videos angeht, dann halt wieder nicht so viele Likes. Ja, doch schon gute Likes-Anzahl, 30 Likes, aber halt wenn man bei Bed Wars 34 Likes, dann 25, 28, 29, das sagt mir einfach, dass ihr mehr Bed Wars sehen wollt. Da kommt ihr jetzt nochmal zum Video. Boah, es ist hier ein bisschen länger als ich dachte, oder? Nein, ich hatte 12 Minuten gedacht, passt, ich habe noch 4 Minuten. Bei den Videos, wie ihr seht, Bed Wars teile ich immer in 2, 3 Folgen, das tut mir echt leid, aber das Problem ist, wie gesagt, immer ich warte auf mein Mikrofon, deswegen ist das so, aber wenn mein Mikrofon kommt, dann wird das nicht mehr so sein. Survival Games will ich jetzt dann aufnehmen demnächst. Also am Dienstag müsste Survival Games kommen. Mittwoch müsste dann wieder Bed Wars, Mittwoch, Donnerstag, Bed Wars, Freitag, Bed Wars. Ich nehme jetzt für eine ganze Woche auf, glaube ich mal. Weil bis mein Mikrofon kommt, tut mir leid, ich kann jetzt nicht darauf warten. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Wie gesagt, dieses Video wird kein Like-Dislike-Ding haben. Da bei solchen Videos schalte ich jetzt das auch mal aus, weißt du, ja. Mir egal ist eigentlich, also mir bei Infovideo, jetzt mal ernsthaft, das kann man ja nicht liken, weil Infovideo hat ja nichts Besonderes, deswegen schalte ich mal bei sowas Like-Dislike-Verhältnis aus, wie zum Beispiel bei Verlosungen, wenn ich den Gewinn habe, da schalte ich es auch aus. Bei Kommentar könnt ihr mir schreiben, zum Beispiel, was ich verbessern könnte in meinem Kanal. Ich suche auch ja noch einen Designer, wenn ihr einen guten kennt, wenn ihr selber ein guter seid, dann könnt ihr mich anschreiben, über, wie gesagt, Facebook. Oder über YouTube, Privatnachricht geht auch, aber da bitte nur, wenn es geschäftliche Sachen sind. Wie zum Beispiel, ich will den Design machen, ich will ein Intro machen oder halt, wie immer, ich will mit dir aufnehmen. Das könnt ihr mir auch über YouTube fragen. Ja, das war's auch. Das sind jetzt 8:41 geworden. Das wäre schön, wenn ich es auf 12 Minuten schaffen würde. Also labern wir noch ein bisschen Scheiße. Fällt gerade nicht so viel ein. Ah, doch, genau, Mann. Ich habe etwas bis zur Zeit nur auf Gomme HD Server. Und zwar, wenn ihr mit mir zocken wollt, bei einer Aufnahme mitmachen wollt, dann kommt ihr auf Gomme HD Server, schickt mir einfach eine Freundschaftsanfrage. Ich nehme das immer an, bis jetzt habe ich bis jetzt alle angenommen. Und dann könnt ihr mit mir zocken. Also dann, wenn ihr seht, ah, der ist online, dann schickt ihr mir eine Partyanfrage. Oder wenn ihr Premium habt, weil öfters werde ich Partyanfragen nicht annehmen, dann könnt ihr einfach reinjoinen und in die Lobby, wo ich reingehe. Und das wäre dann halt erledigt. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Das war's jetzt auch. Also ich glaube mal, länger schaffe ich das jetzt nicht. Mir fällt gerade gar nichts mehr ein. Apropos gar nichts mehr. Wir hatten doch mal vor, einen Server hochzuladen. Wisst ihr noch? Also ein paar Leute müssen sich noch daran erinnern. Ich hatte mal vor, einen Server hochzuladen. Aufzumachen. Der Server wird sehr spät kommen. Grund ist einfach nur, ich habe keine Zeit mit dem Server zu arbeiten und ich arbeite alleine im Server. Also müsst ihr euch mal vorstellen.
Deswegen dauert das doppelt so lange. Ich kenne mich mit Plugins und so aus. Natürlich habe ich einmal gefragt, ob es einen gibt, der sich mit Plugins gut auskennt, weil ich nie die Zeit habe, mit Plugins mich zu beschäftigen. Aber ich suche jetzt auch keinen mehr, weil ich schon teilweise einen gefunden habe, den ich mal was fragen kann, und ja, bauen kann ich immer selber. Vielleicht kommt auch einfach nur ein PvP-Server für den Anfang, damit ihr einen Server habt, wo ihr mich finden könnt. Weil es gab echt nur ein, zwei Leute, die jetzt bis mich in Minecraft gesehen hat. Also ihr könnt mich nur auf Gomme HD Server sehen, und ich muss sagen, ich zocke sehr oft auf Gomme HD Server. Was nur mich aufregt auf dem Gomme HD Server, dass die Lobbys sehr laggen. Aber sonst, wie gesagt, Bett war unser geilstes Spiel der Welt. In Minecraft zurzeit mein Lieblingsspiel. Mein Lieblingsspiel. Oh, ich kann nicht mehr reden, und jetzt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das müsste jetzt reichen. 11 Minuten fast mit dem Intro zusammen. Ja, eigentlich wollte ich, dass es 12 Minuten sind, denn dann wird das Video nicht so übertrieben schnell vorgespult. Sonst wird das jetzt zu schnell vorgespult. Aber was will man machen? Ich sage mal, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch haben die Informationen irgendwas erklärt. Also was euch... was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung, scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß heute. Auf Wiedersehen, ciao.